Hi, in diesem Video möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, was Sie beim Arbeiten mit Microsoft Teams alles erwartet. Um das Ziel der besseren Zusammenarbeit im Team und der optimalen Kommunikation untereinander zu erreichen, stellt Microsoft Teams Ihnen und Ihren Kollegen eine ganze Reihe intelligenter Features zur Verfügung. Seinen Namen hat die Software ihrem grundlegenden Aufbau zu verdanken. Sie und die Kollegen, mit denen Sie am engsten zusammenarbeiten, können sich in sogenannte Teams einteilen. Sie können sich diese Teams ganz gut wie WhatsApp-Gruppen vorstellen, in denen Sie mit ausgewählten Personen Nachrichten, Dateien und sonstige Informationen austauschen können. Der Unterschied zu WhatsApp liegt dabei jedoch darin, dass sich jedes Team nochmals in Kanäle aufteilen lässt. Das hat den offensichtlichen Vorteil, dass Informationen, die thematisch zueinander gehören, auch gebündelt vorliegen. Sie müssen also nicht einen ellenlangen Text nach den Infos zum Sommerfest durchsuchen, sondern können einfach einen eigenen Kanal Sommerfest innerhalb Ihres Teams anlegen und dort alle relevanten Informationen ablegen. Für die etwas direktere Kommunikation bietet Ihnen Teams die Chat-Funktion. Hier können Sie Direktnachrichten mit ausgewählten Kollegen austauschen, sich zum Beispiel mal eben fürs Mittagessen verabreden. Die Chats sind dabei auch im Nachhinein noch aufrufbar und deutlich besser geeignet für einen schnellen, direkten Austausch. Um bei diesen vielfältigen Möglichkeiten der Kommunikation nicht den Überblick zu verlieren und keine wichtigen Informationen zu verpassen, hat Microsoft Teams ein ausgeklügeltes Benachrichtigungskonzept mit an Bord. Sie können sich je nach Wunsch entweder per Desktop-Benachrichtigung an Ihrem PC, per Push-Benachrichtigung auf Ihrem mobilen Endgerät oder klassisch per E-Mail auf noch offene To-Dos, erhaltene Nachrichten oder sonstige Ereignisse hinweisen lassen. Ideal funktioniert das Arbeiten mit Microsoft Teams, wenn Sie auch die übrigen Microsoft-Produkte wie Outlook oder Word im Einsatz haben. Ihren Outlook-Kalender können Sie beispielsweise in Teams einbinden und an Word-Dateien können Sie und Ihre Kollegen parallel gemeinsam arbeiten. All das vereinfacht die Zusammenarbeit, gerade aus dem Homeoffice, extrem. Um auch sonst von zu Hause aus besser im Kontakt bleiben zu können, sollten Sie die integrierte Videochat-Funktion einsetzen. Diese ermöglicht es Ihnen, entweder mal eben eine Kollegin direkt aus einem Chat anrufen zu können, mit Ihrem Team ein tägliches Regelmeeting anzusetzen oder auch mit Ihren Mandanten im persönlichen Austausch bleiben zu können. Das waren die zentralsten, wichtigsten Features von Microsoft Teams.